Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Ich bin hier gerade auf dem Moped unterwegs und mit mir spielt auch irgendwo die Mathilde, die noch im Haus hockt. Aha. Ja, ich fahre schon mal vor in die City einkaufen. Mach mal. Ah, ich glaube, so groß war die gar nicht. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Ah, mein Moped ist am Kämpfen. Hast du da noch einen Schraubenschlüssel dabei, falls unterwegs zur Sprit, Ja. Ich weiß nicht, ob ich was dabei habe. Nee, ich habe. Oh ja, ich habe Durst. Trinke Flüssigkeit. Viel. Dann trink doch mal Flüssigkeit. Ja, ich bin schon. Ach ja. Irgendwann bin ich ein richtiger Biker. Ich habe dürre Beinchen. Seht ihr meine dürren Beinchen? Ja, ich habe auch noch meine Shorts an, sehe ich ja gerade. Ich brauche mal eine richtige Hose. Da wirken meine Beinchen vielleicht nicht mehr so dünn. Das ist so schade. Also, dass sie da nicht mehr so lächerlich wird. Also ich glaube schon. Hast du wirklich voll getankt bei mir? Ja. Nein, ich frage doch nur, ob du wirklich voll getankt hast, weil ich habe jetzt 11% weniger. Damit ich ungefähr einschätzen kann. Der hat irgendwie automatisch das angenommen, so wie es ging. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass gleich voll getankt ist. Ich habe es aber nicht überprüft. Ah, okay. So. Mir ging es nur darum, wie viel Prozent er jetzt schon verbraucht hat. Und ich habe jetzt das eine drauf geguckt, habe ich bei 91. Hätte sein können, dass es 100% war, weißt du? Okay, also das, was bei mir als vollgetankt, also das, was er tanken konnte, ist bei mir 97. Ich fahre jetzt mit 97 los. Na gut, dann kontrollier du mal bei 97, okay. Ah, das Steuern mit Maus ist gefährlich, wenn man Kaffee trinken will. Ich hab nur eine Hand. So, jetzt habe ich wieder zwei. Ich bin schon sehr gespannt, wie dann die Motorräder sind. Ja, die müssen schneller sein, auf jeden Fall. Ich wusste doch. Vielleicht auch schneller im Verbrauch. Ich glaube, hier waren wir doch, oder? Aber vielleicht sind auch die Tankdinger höher. Ich glaube, du musst doch weiterfahren, oder? Ich steig mal ab. Ich muss mal gucken. Oh ja, nee, weiter. Okay. Tutut. Stoppschild. Halten. Nö, komm, weiterfahren. Guckt ja keiner. Denk daran, Mathilde, da war ein Stoppschild, da musst du halten. Wer asphaltiert denn hier die Straße so scheiße? Also ich bin Abkürzung gefahren, ich bin an keinem Stoppschild vorbei. Ja, du bist querfeld eingefahren, ja? Also ein kleines bisschen. Nee, möchte ich noch nicht. Mein Fahrzeug hat so eine Haltbarkeit von... Oder, ja, hat noch 91% Haltbarkeit und das soll auch noch so weiter ein bisschen halten. Tja, meins hat noch 97. Aha. Ja, mein Fahrrad ging ja auch so schnell kaputt. Wahrscheinlich hast du immer mein Fahrrad genommen und hast es kaputt gefahren. Vielleicht gehe ich auch einfach besser mit meinen Sachen um als du. Aber hier sind wieder ein, zwei Autos. Die kann man nochmal im Leben lassen, zur Not benutzen. Oh, bergauf, da wird er gleich viel schlimmer. Oh, bergab lasse ich mich ausrollen. Nur wir sind jetzt nicht zu spät losgefahren, dadurch, dass ja letzte Nacht die rote Nacht war. Hat sich das ja so ein bisschen verschoben. Ah ja, aber bin ich nur losgefahren. Aber ich glaube, 2 Stunden brauchen wir locker. Stimmt. Ich habe jetzt auch nicht auf meine Startzeit geachtet. Aber das heißt, sicherheitshalber haue ich 19 Uhr ab, dann haben wir 3 Stunden. Ja, das sollten wir auf jeden Fall einplanen. Ah, stimmt, hier, ich bin ja nur durchgefahren. Hier ist ja noch so ein Toolladen gewesen.
Den gucke ich mir gleich an und da ist ein Wolf. Ah, das ist natürlich toll. Man kam hier auf die Brücke drauf, ne? Der Wolf und ich. Er versperrt mir den Weg. Ich treffe nicht. Halt er davor oder was? Ich versuche ihn aus der Entfernung zu treffen, den dreckigen Kackwolf. Treffer. Was ist das denn hier für eine Straße? Alter! Ich bin hier kurz vor der ersten Brücke. Diese Straße ist ja eine Zumutung. Das ist kein Wolf, das ist eine Bestie. Oh, das sieht... Ah, du scheinst ihn ja erledigt zu haben. Ja. Das war bestimmt ein Schattenwolf. Das sind sie bei Game of Thrones, ne? Ja. Genau, das war ein Schattenwolf. Du hast Lady erschossen. Alter, diese Straße. Da tut mir mein Popo weh. So. Einfach gleich zwei Zombies angelockt und getötet. So, jetzt nehmen wir mal dieses tolle Knochenmesser. Du bist noch etwa 500 Meter von mir entfernt. Boink, boink, boink. Boink, boink, boink. Boink. Ui. Machen wir gleich ein neues Knochenmesser hier. Meine Güte. Diese Straße ist unglaublich. Diese Räder, ey. Aber ja, von dem Moped, die Räder zittern immer bei mir. So. Ich bin noch 150 Meter entfernt. Okay. 110! Okay, dann warte ich noch kurz auf dich. Achso, wolltest du dir das Working Stiff Tools anschauen, oder? Ja, vielleicht gibt's ja... Geht da schnell bestimmt. Ups, ich haue durch das Glas den Zombie. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Nicht? Nö, nicht so. Nicht so unbedingt. Na, Kopfschmerzen, Jungs? Oh, hi. Ohohoho. Ist das Köpfchen weggefetzt? Oh, du hast auch gleich mehrere Freunde gefunden, ne? Kommst du klar? Jo, jo. Wir haben ja nur zwei. Ich frage nur. Das ist sehr nett von dir. So, eine Gartenhacke aus Eisen. Oh, du siehst noch welche? Jo. Oh, ich auch, ein Fettsack. Schief will im Fettsack. Ah, oh, das spuckt hier auch anscheinend rum. Bist du tot, Tussi? Ah, sieht so aus. Da rechts in der Ecke, wo alles schon kaputt ist. Hey! Aua! Was bist du denn für ein Arsch? Na komm da runter, damit ich dich hauen kann. Oh, so. Der Chief Wiggum hat sich hier in die Luft gesprengt. Das machen die ja häufiger mal. Oh, was ist das denn? Trigger Plate 1x1. Was ist denn ein Trigger Plate? Ja, so eine Bewegungsauslöser. Wenn da jemand drauf tritt, dann löst er was aus. Das gab's früher nicht. Doch, gab es. Wir haben es nur nie gemacht. Ah, okay. Das kann sein. Das heißt, wir könnten die Fallen mechanisch auslösen lassen.
Richtig. Könnten wir. Einfach brauchen die vielleicht gar nicht so viel Strom. Ich habe keine Ahnung. Naja, aber eigentlich müssen wir. Ich weiß es nicht. Wir haben es nie ausprobiert. Ah, ich soll euch einen Schädel einschlagen. So, Tussi, du nervst. Und ich treffe nicht. What? Aua. Alter. Jetzt reicht's mir auch. Na? Wollt ihr schon Kopfschmerzen bekommen? Komm, komm. Und ouch. Oh, ein bisschen Sprit bekommen. Ich finde, das hat sich schon gelohnt. Werkzeugkiste. Oh, schwarze Farbe. Schwarze Farbe? Ich habe ja auch so Stahltüren bekommen bisher. Ja, ich habe auch eine Eisentür bekommen. Ein Amboss. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber... Naja. Ich lasse den Zombie mal die Tür da kaputt hacken. Ich bin fertig. Wir sind durch, glaube ich, hier, ne? Jo. So, dann packe ich alles in mein Wägelchen. Das ist nicht meiner. Oh. Alter, was ist denn jetzt los? Was? Scheiß Windows. Irgendwas hat er jetzt erkannt. Irgendein Kabel. Darum hat es gerade bei mir geflackert. Und ich habe gerade den Sound gehabt, dass, als ob irgendein USB-Stick oder so angeschlossen wurde. So. Also eigentlich müssen wir nur die Straße weiterfahren. Ich glaube, ich sehe schon das Stadtschild. Ich habe einfach alles jetzt erstmal in mein Moped gepackt. Ich habe so das Gefühl, dass seit dem Grafikkarten-Treiber-Update mein Monitor nicht mehr so richtig mit der Grafikkarte zusammenspielt. Keine Ahnung. Er findet manchmal meinen Monitor nicht. Dann schaltet er auf schwarz. Und dann, ich hoffe, man sieht es auf der Aufnahme nicht. Hattest du hier schon was Gutes entdeckt in diesem Dorf? Oder? Ja, das war schon wieder ein, zwei Tage her. Ich glaube, einfach nur Häuser. Es waren, glaube ich, einfach alles nur Häuser. Okay. Da ist ein Popo-Pilz. Oh, Popo-Pilz. Das ist aber nicht einer. Das ist so ein ganz großer Laden. Oh ja, das ist so ein Krankenhaus. Wollen wir uns dieses Krankenhaus anschauen? Ja, können wir machen. Einmal Krankenhaus. Ah! Ich kann mir vorstellen, dass wir... Achso, wir wollten nochmal nach Klamotten gucken. Deswegen die normalen Häuser. Ah. Oh, die das Krankenhaus haben sie bearbeitet, ne? Das sind ganz viele Leichensäcke. Ja, das war früher nicht so. Fällt mir. Ich hüpf auf Leichensäcken. Juhu! Hui! Da ist ein neuer Zombie, oder? Guck mal. Hui! Krankenschwestern. Oder Ärztinnen, besser gesagt. Ja, dass Frauen immer nur Krankenschwester sein dürfen, ist doof. Das finde ich ein bisschen... Oh. Das scheint ja jetzt eine Ärztin zu sein. Die hat einen Kittel an und die ist tot. Zuckt noch in der Luft. Ja. Doch, hier innen drin haben sie auch anders eingebaut, ne? Das ist alles ein bisschen... Mal kurz hier ein Fenster vor. Ach, danke, danke. Das nervt mich auch gerade. Darum habe ich mein echtes Licht im Spiel ausgelassen. So. Danke. Scheiß Mutter Natur. Das kennt man ja gar nicht. Ey. Was denn? Es ist sehr schön, wenn mal die Sonne scheint, aber jetzt gerade beim Spielen ist es einfach etwas störend. So. Oh, diese Chemie-Sachen kann man auch durchsuchen. Ja. Das ist mir neu, habe ich noch nie gemacht. Scheiße, ich habe die so oft liegen gelassen. Vielleicht ist das ja auch neu. Von ist der Krankenschwester. Ah, ich liebe es, das Köpfchen zu zertrümmern. Die grinst mich so ein Asiate an.
Der hat aber auch eine Schutzbrille da. Ja. Plastik. Und oh, hier ist ein Keller. Du magst ja keine Keller, ne? Ich guck mir freiwillig den Keller an. Oh! Hi! Das ist schon freigeschaltet hier. Aua! Das war mir klar. Ich erwisch dich nicht, aber du erwischst mich. Das ist mir wieder sowas von klar. Ja, du auch. Ja, oh nein, 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 nein. Aua. Aua. Das ist jetzt ein bisschen doof. Dräng mich in die Ecke. Alter, ihr haut mich ganz schön weg, ne? Okay, vielleicht doch eher am Bogen. Vorsicht, schon hier. Ach, glitsch ich da gerade auf diese... Oh, jetzt bleib da liegen. Freu dich deines Lebens. Oh, die hat was fallen lassen. Ich muss erstmal was essen und trinken. Was hat sie denn? 400 Old Cash und ein Eisenvorschlaghammer. Oh, wohin geht's hier? Mal gucken, was es da so gibt. Ach, da geht's raus. Weil in so einem Wandschrank habe ich gerade einen Rucksack gefunden. Im Rucksack war eine alte Dose. Hat sich ja voll gelohnt. Ich räume mal hier die Blockade weg, ne? Jo, ich guck mir weiter den Keller an. Ah, hier gibt's hier eine lose Decke. Oh. Leichenkammer. Hm. Mit so solchen Zombies drin, da, diese 3 Stück. So, ich geh nach oben. Oh, Headshot. Also ich habe ihn kaputt geschlagen, ich liebe kaputte Köpfe. Oh! Feral Zombies! Scheiße, die sind schnell. Scheiße, und ich halte auch mehr aus. Ah, Hilfe! Ah! Kommt sie klar, oder? Ich renne gerade raus. Ach so, danke. Oh, gut, dann. Ja, die haben mich gejagt und ich war fast tot. Die rennen ja hinter mir her, nicht hinter dir. Ja, da mache ich noch ruhig weiter. Oh Gott! Langsam wird's mich hier ein bisschen kritisch. Ja, wenn ich Medikamente finde, muss ich auch was nehmen. Ja, ich bin schon auf 17 runter. Ich auch 40 und hab zwischendurch schon was gegessen. Oh, T-Shirt, ein schmutziges. Ja, es waren, sind so eine Rennzombies und die halten einfach ein bisschen mehr aus. Na gut, wenn du die oben schon hattest, dann würden sie hier unten bestimmt auch sein. Boah. So. Oh, benutzen. Oh, da hat sich gerade ein Kaninchen getötet. Nee, ich hatte vor allem gerade das Pech einfach, dass mich draußen auch noch ein Zombie begrüßt hat, der mir in den Rücken gefallen ist. Ah, scheiße! Scheiße, nein! Ah! Soll ich rauskommen und dir helfen? Also sagen wir es mal so, werde ich nochmal getroffen, bin ich tot. Ja, okay. Ich habe nämlich noch ganze 4 Leben, also ich glaube, ich gehe da nicht nochmal rein. Dann gucke ich nochmal, ob ich irgendwas so Erste-Hilfe-mäßiges finde und bring's dir raus. Also ich habe halt nur normale Verbände. Einen habe ich gerade selbst genommen, einen Verband.
Ja, normale Verbände habe ich ja, aber ich kann nicht. Nee, das war so ein Spezialverband, der dich auch hochheilt. Ah. Oh! Junge, wo kommst du denn her? Oh, ich glaube, ich zerhacke mal einfach hier so einen Leichensack. Ja, gucken, was da rauskommt. Verrottetes Fleisch und Plastik bei einem Schwarzen. Und nur Plastik bei den Gelben. Hm. Komm mal raus und leere meine Taschen und dann gehe ich da nochmal rein. Ah, ist ja sowieso schon 17 Uhr. Ja, wo ist die Zeit denn, ey? Na gut, das werden wir uns legen. Hä? Hm. Kommt das Geräusch gerade her? Von der Brücke. Ach, da hinten. Wie viel Wasser habe ich? Ich glaube, wir müssten hierfür echt entweder viel früher losfahren oder aber... Eine Zwischenbasis bauen hier. Eine Zwischenbasis hier bauen, ja. Oder einfach ein Haus leeren, das bisschen verteidigen, so dass man eine Nacht überlebt. Mhm. So. Ich will jetzt wissen, wie weit du kamst. Hier ist nur ein Raum. Ich kam überhaupt nicht weit. Du musst jetzt doch irgendwie hochgehen. Ja, komm mit. Oh, hast mich glatt mit erschreckt. Hey, ich will dich hauen. Ey, ich treff die nicht. Ja, das waren die, davon bin ich zwei schon begegnet und die haben mich fast getötet. Alter. Die hat mich auch gerade zweimal hintereinander gut geschlagen. Die ist ganz schön flink. Ja gut, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Okay. Ich bin voll. Ich zwar nicht, aber ich mache einen Umweg noch zum Drop, glaube ich. Oder ich gucke mir einfach nochmal hier ein Haus an. Was man vielleicht gut verteidigen Bitte? Könnte. Ich bin am überlegen, ob ich mir hier noch ein Haus angucke, was man vielleicht gut verteidigen könnte. Mach das. Usti. Ein kleines wäre ganz gut dann, ne? Ich kann auch einfach sagen, wir machen uns eine Notfallbasis über auf der Brücke. Ich werde nicht so viel bauen. Ich hätte mir jetzt ein Objekt genommen, das war einfach so ein bisschen an den Fenstern verteidigt und gut ist. Weißt du? Hm. Hier, das hier. Viele Fenster und Türen zwar, aber... Dann komme ich gleich wieder zu dir zurück. Oder wie wär's denn hier auf dem Dach von dem einen Laden, den wir uns gerade angeschaut hatten? Ah, diesen Tools-Laden. Ja. Ja. Noch einfacher. Ja. Der ist ja hinter der Brücke gewesen, ne? Richtig. Da müssen wir nämlich nur die Leiter kaputt hauen. Und wir bräuchten vielleicht noch was zu essen. Ja, das können wir mal nächsten Tag in die Gänge leiten. In die Wege leiten, meine ich. Also ich würde jetzt gerne nochmal mich satt fressen, dass ich wieder Lebenspunkte kriege. Ja, eben ja. Essen. Ja, darum die... Oh, hier ist ein riesen Maisfeld. Ach, du fährst und zum hier Drop, ist direkt ne? eine Farm. Ja, ich fahre zum Drop. Hier ist eine richtig große Farm. Wo komme ich da lang? Ich folge dir. Und vielleicht hat die Farm auch Schweine, dann haben wir nämlich was zu essen. Ich hoffe immer noch, dass die Schweine sich fortpflanzen. Oh ja, hier ist eine richtig große Farm. Oben. Oh, und da ist ein richtig cooles Berghaus. Ja, das habe ich gerade sagen, auch sagen, im Schneegebiet, ne? Oh.
kann man auch diesen... Ah, ich habe was zu essen und ein Vierer-Compound. Wow. Den werde ich dann schwarz anmalen. Ach, ich glaube, oh, da ist ein Kaninchen. Oh nee, ich fahre mal ein bisschen weiter. Oh, eine Radiostation. Ich mag das untere Eisen wegzukloppen, damit es einkracht. Ich finde das immer toll. Ich finde das knuffig. Hm, ich komme gerade ins Schnee. Also ich fahre jetzt zu diesem Popo-Dings da wieder hin. Zu diesem Working Stuff. Oh, ich fahre, wollte eigentlich über die Brücke fahren, aber es wird mir irgendwie zu weit. Na egal, ich mach's trotzdem. Ah! Ich wollte doch nur einen Kaffee trinken. Verdammte Maus. Na, mir ist kalt. Ja, deswegen werde ich mich auch nicht im Schneegebiet niederlassen. Meine Shorts halten nicht die Kälte ab. Wer fällt ein jetzt? Ja, ich dachte mir, wenn ich hier eh schon lang fahre, mal so ein neues Gebiet mal ein bisschen erkunden. Ja, klar. Aber einen Arsch abfrieren habe ich jetzt nicht vor. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ja, ich komme da hoch. Woo. Ist immer noch scheiße kalt. Ja, hier ist keine Brücke. Aha! Nochmal durch. Was ist mit den Bäumen los? Wieso? Glitschen die so ein bisschen? Die haben alle nur noch. Nein, die haben alle nur noch irgendwie eine Wertigkeit. Ich hack da einmal drauf und. Wertigkeit 1? Ja, also irgendwie so 1 von 1200 oder so. Okay. Naja. Ich dachte mir, ich mache mir jetzt noch ein bisschen Holz und so. Und schon mal ein Lagerfeuer. Und vielleicht sollte ich mir sogar vorsichtshalber hier einen Schlafsack machen. Ja. Falls wir in der Stadt sterben, dass wir nicht so weit weg müssen. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ja, ich mach das. Bist du noch da hinten? Ich bin beim Working Stiff Laden. Ich sag nur, wir haben ja mindestens 2 Stunden gebraucht zum Hinkommen, ne? Ach, du benachtest jetzt da. Ja, ich dachte, das wollten wir. Ich dachte, das machen wir nächstes Mal, weil wir essen wollen und so. Ach so. Na, jetzt musst du da überleben. Jetzt musst du da bleiben. Dann fahre ich jetzt nach Hause und bring nächstes Mal was zu essen mit. Okay. Damit du nicht weghungerst. Ich habe gerade im Drop was zu essen gefunden. Oh, shit. Ich glaube, da haben wir gerade so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Boah, kann passieren. Weil ich brauche selbst noch... Hab gerade mal die Hälfte und ich brauche noch eine Stunde, ey. Ich hab noch eine Stunde. Oh. Was ist passiert? Du bist gestorben. Sie. So, was ist passiert? Mich hat ein Zombie geschlagen. Nur einmal? Ja. Ich sehe, darum wollte ich nach Hause. Ja, jetzt zeigt mir Mathilde den großen... Dann fahr ich da halt eben mit dem Fahrrad drin. Ja. Heute nicht mehr. Oder ich laufe zu Fuß ganz lange. Das ist auch ein Abenteuer. Ja, du fährst mal dem Moped vor und ich laufe hinterher. Und nimm Essen mit. Genau. Ja, ich bin schon zu Hause und du? Ja, du hast irgendwie gescheatet, ne? Du hast so einen ganz schnellen Zaubertrick angewandt, um nach Hause zu kommen.
Ich weiß nicht, wie weit. Achso, wir sind 500 Meter getrennt. Hm. Ist es ja nicht mehr so weit, ne? Ja, ich überlege, ob ich Querfeld einfahre. Ach komm. Geht mein Motorbike noch kaputter. Ich fahre auch die ganze Zeit mit vollem Speed, damit ich schneller zu Hause bin. Verbraucht deswegen natürlich viel Sprit. Hui. Verteile ich mal wieder ein paar Punkte hier. Ja, Strength ist vielleicht mal nicht schlecht. Sexual Tyrants. Was bringt das? Sexual Tyrannit oder... Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Oh, Bäume. Ich bin gleich zu Hause, ich habe die selbst gewachsen wahrscheinlich. Ich sehe nichts, ich sehe Wald. Und da bin ich. Ich bin zu Hause. Ja. Ja, ich höre dich. Oh, yeah. Kaufen. Ich kann jetzt, ein Crucible herstellen und den brauchen wir ja, um Stahl herzustellen. Das heißt, der nächste Schritt ist für mich die Stahlherstellung. Oh Gott, dafür brauche ich Level 70. Oh, man braucht gar nicht mehr so viel Sprit. Ich habe nur 150 gehabt, davon die Hälfte reingetan und der ist voll. Ja, ja. Das war früher, brauchtest du 500 oder so. Ja. Aber in meinem Wägelchen ist noch was drin. Hui! Das Tolle ist, ich krieg immer so nach und nach wieder einen Lebenspunkt dazu. Weil ich so schön bin. Ja, ich auch. Living off the land hier, das habe ich noch gesucht. Kann man voll gebrauchen. Attitude. What? Was denn what? Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich rede ein bisschen mit mir selber. Ja, red doch mit uns. Teil uns doch deine Gedanken mit. Ja, ich überlege halt gerade, wie ich meine Skillpunkte verteile. Und ich dachte mir, hey, Level 3 Living of the Land wäre super, weil dann würde ich 3 Art Items von einem gepflanzten Crop bekommen. Und vor allem auf Level 4 kann ich dann auch Mutated Seeds machen. Okay. Genau. Ja, mach das mal. Das wird bestimmt voll lustig. Ja, ich muss aber erstmal meine Nahtoderfahrung loswerden. Ja. Oh, genau. Ich mache jetzt mal hier Well Insulate. Das ist gut. Dann bin ich nicht mehr so anfällig gegen Hitze und Kälte. Oh, das ist sehr gut. Das müsste ich auch mal machen. Und dann wär's das auch schon. So, und wie lange läuft jetzt noch meine Nahtoderfahrung? Oh, noch 26 Minuten. Okay, gut. Dann werde ich mich am nächsten Tag sehr früh auf den Weg machen. Ich nehme mir einen Klopper mit, auf jeden Fall. Irgendwo haben wir doch bestimmt noch eine Eisenkeule rumfliegen. Auch bestimmt. Ja, okay. Dann hast du noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen, lieber Heinrich? Nö, ich gehe jetzt nochmal zu meinem Wägelchen. Noch ein Zombie. Hallo, da draußen. Zombie? Zombie? Oh, ich nehm die Zuckerstange mit. Zombie? Zombie? Nein. Ich nehm die Zuckerstange mit. Ich haue mit der Zuckerstange. Ich bin jetzt mit einer Zuckerstange bewaffnet. So, und ich wollte immer noch wissen, wie ich so eine Chainsaw mache, also so eine Tischsäge. Kettensäge tragbar wäre mir lieber. Tablesaw heißt die. So, ich nehme mal die Frames weg, ne? Mhm. So, wir sind safe. Wagen ist leer. Was brauche ich denn? Geschmiedetes Eisen, Mechanic Parts, Electrical Parts und Schrauben.
Den Amboss, den ich hier noch habe, aufheben oder zerstören? Ach nee, wenn wir eine Zwischenbasis bauen, können wir den vielleicht gebrauchen. Den lassen wir mal. So, ich baue uns jetzt eine Table Saw. Kettensäge oder so wäre mir lieber, damit wir gleich irgendwie direkter. Du, da draußen ist was los. Draußen ist was los. Draußen ist was los. Ich räume doch gerade auf, Mensch. Nach Marie Kondo oder wie er hieß. Wer macht denn hier Lärm? Entfacht das Freude in dir? Wenn ich die Zombies zerhaue, ja. Entfacht große Freude in mir. Ach, ein Crucible muss ich auch an dem herstellen. Na gut, was brauchst du? Draußen ist doch nichts. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Ich hab's gerade gehört. Oh, ich hab noch 31 Fleisch hier rum. Nein, 100 lehmige Erde. Toll, kein Platz. Küche ist voll. Ich brauch lehmige Erde. Ja, gibt's ganz viel hier irgendwo. Super, ich brauch auch ganz viel. Ich brauch 900. Perfekt. Und Steine. Und haben wir auch irgendwo. Eisen und Kennings. Oh, ernsthaft, mir fehlen 4 geschmiedete Eisen. Das sollte auch nicht das Problem sein, oder? Nein, aber es ist nervig, dass einem so wenig fehlt. Boah, ich gehe da mal wieder in meinen Keller. Geh mal in deinen Keller. Jo, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Tag. Was sagst du dazu, Heinrich? Joa, nächster Tag, ne? Abonnieren müssen wir nicht vergessen und liken und kommentieren und so. Genau. Und dann reingehauen, ne? Und so. Und so. Genau. Tschüss. Ciao, ciao.